Hallo und herzlich willkommen zu Hammerwatch. Ja, das eigentliche Let's Play von Hammerwatch ist zu Ende. Aber da es ja vier Klassen in Hammerwatch gibt und ich in dem Let's Play nur eine benutzen konnte natürlich, habe ich mir jetzt einfach mal so gesagt, ich stelle die drei weiteren Klassen vor. Ich habe selber keinen Schimmer, was sie machen. Ich habe sie noch nie gespielt. Auf jeden Fall ist das jetzt hier der Wizard, der Zauberer. Der kann so Feuerbälle schießen und kann mit seiner Spezialfähigkeit so... ja. Wie soll man es nennen? So ein Feuerdingens. Ach, ein Feuerdingens, ich glaube auch. Nein, so ein... Er kann Feuer... Wie so ein... Nenn ich wie ein Feuerlöscher. Wie ein Feuersprüher. Naja, auf jeden Fall kann er Feuer speien. Wenn man das Feuerspeien nennen kann. Oh, scheiß drauf. Wir nennen es jetzt so. Ja. Ich werde euch alle drei Klassen zeigen in den nächsten drei Videos. Die Videos werden, 10 Minuten lang sein oder so lange, bis ich sterbe. Das bedeutet, wenn ich weniger als 10 Minuten habe und schon gestorben bin, wird das Video dann auch nicht weitergehen. Ich werde, wenn du noch ein Fazit dafür dann zu diesem einzelnen Charakter ablassen, aber sonst eigentlich nichts mehr. So, und sonst kann ich hier eben diese Feuerbälle, ja, schießen. Und man hat nur 25 Leben, das ist relativ wenig, wie ich finde. Der Paladin, den stelle ich nicht vor, den hatte ich ja schon im Let's Play genommen. Der hat ja 50 Leben und 50 Mana am Anfang. Der Zauberer hat eben mehr Mana, aber dafür eben nur 25 Leben. Okay, macht aber dafür eine Menge Schaden, eigentlich. Oder ist das eine Menge Schaden im Vergleich zum Paladin? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht mehr, wie viel der im Paladin an Schaden gemacht hat. Aber ja, was die so Erweiterungen, also was heißt Erweiterungen, was die so für weitere Zauber zum Beispiel jetzt hier beim Zauberer lernen, das darauf werde ich nicht weiter eingehen, denn ich habe keine Lust, das Spiel jetzt noch so häufig jetzt wieder zu spielen, dass ich dann später einfach mal bei so einem Shop die Erweiterung zeigen kann. Wie gesagt, 10 Minuten wird das Video hier lang, höchstens. Außer ich verreck vorher, oh, Bombe. So, ich hoffe, ich behalte mein Leben so lange. Warte, jetzt will ich den mal anzünden. Das geht auch. Mit dem Anzünden geht das ganz gut eigentlich. So, zack, weg sind sie. Flammenmäuse kann ich so wegmachen. Sonst hat man keine weitere Fähigkeit. Bis jetzt jedenfalls noch nicht. Ich denke mal, es wird noch, wenn man jetzt hier schon Feuer schießen kann, wird es, denke ich mal, später noch irgendwie, weiß ich nicht. Ja, wie soll man es nennen? Dingszauber geben, wo ich dann eben Eis oder so, wo ich die Gegner verlangsame. Kann ich mir alles vorstellen. Bei diesem Spiel kann ich mir das wirklich sehr gut vorstellen. Ja. Ich werde auch immer wieder vom Anfang beginnen, weil, wie gesagt, ich habe keine. Ich werde das Spiel zwar höchstwahrscheinlich auch noch mehrfach durchspielen, ohne Aufnahme und mit verschiedenen Charakteren, aber jetzt erstmal ist es das da für das Let's Play so gewesen. Vielleicht gibt es davon später nochmal Videos, aber naja. Ich weiß allerdings, heute jedenfalls noch nicht, was ich als nächstes Let's Play machen werde. Hammerwatch ist am Donnerstag. Wow. Oh, zweimal Schaden hat er mir gemacht. Und das sollte nicht so gut, das ist nicht so gut. Aber was mir auch aufgefallen ist, ich habe zwei Leben. Diese Leben hatte ich die, ich weiß es gar nicht, ob ich die hatte, als ich mit dem Paladin gestartet bin. Das muss ich nochmal nachschauen. Aber ich glaube, ja doch, 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 klar. Ja, natürlich. Ich hatte mit dem Paladin auch schon zwei Leben am Anfang. Also man hat da keinen Unterschied, nur eben man hat hier viel weniger Leben. Okay, was heißt viel weniger Leben? Man hat die Hälfte des Lebens vom Paladin. Aber das, was man an Leben weniger hat, hat man dafür an Mana mehr. So, und wer es jetzt nicht gesehen hat, hier oben ist ein Geheimnis. Hier findet man den ersten Trank. Der füllt das Leben und dein Mana komplett auf. Und das ist bei dem Charakter, denke ich mal, schon nicht schlecht, wenn man das Leben komplett auffüllen kann. Und die Feuerbälle haben nur eine bestimmte Reichweite. Ich denke mal, sie werden später auch noch besser, dass man weiterschießen kann mit den Teilen. Weil sonst kann ich mir das nicht, vorstellen, dass es nur so kurz bleibt, weil es bringt eigentlich nichts. Und ich würde nämlich sagen, so der Zauberer soll eine Art Fernkampfklasse sein wie der Bogenschütze, den ich auch noch vorstellen werde. Den habe ich sogar schon mal gespielt, aber auch einfach nur ganz kurz, da bin ich dann schnell verreckt mit. Ich spiele übrigens auf Medium, also auf Normal. So, das kaputt machen. Und da haben wir noch knapp 5 Minuten. Wenn wir ganz kurz durchrennen. So, hier unten können wir mal durch zur Tür hin. Oder wenn mir eine Klasse ganz gut gefällt, dann kann ich auf eine Viertelstunde draus machen. Das ist immer so, ob ich da gerade Bock drauf habe oder nicht. Ich werde jetzt alle am Stück aufnehmen, das auf jeden Fall.
Machen wir da mal rüber. Activate the Checkpoint. So. Bam, bam, bam. Wow. Tot, tot, tot. Ich denke mal, es wäre logischer, würde ich die länger spielen und dann, erst wenn ich schon ein paar Sachen freigeschaltet habe, für die sie vorstellen. Aber... da müsste ich mich zu überwinden, das Spiel... Ich werde es, wie gesagt, auch noch öfter spielen, aber... Da müsste ich mich dazu heute überwinden, denn... Sonst habe ich keine Zeit mehr... Oh, habe ich da einen Goldschlüssel liegen gelassen oder komme ich da jetzt... Nee... Yep. Ne, war ich noch nicht. Ah, jetzt ist man auf, jetzt steht bei ihm auf WZ, nicht, nicht mehr ein P wie für Paladin. Ich dachte immer, das wäre einfach nur für Player, aber anscheinend ist das für die Klasse auch. Auf jeden Fall spielen wir Wizard. Und ja. Zack. Ey, mach mir keine 4 Schaden, das ist unfair. Ich bin, wer das, die letzten Folgen vom Hammerwatch Let's Play gesehen hat, immer noch etwas erkältet. Und ich hasse es, erkältet zu sein. Aber, naja. Ändern kann ich es jetzt leider nicht. Boah. Jetzt bin ich schon fast am Verrecken. Okay, vielleicht verrecke ich doch in der Zeit. Bam, bam, bam. So. Und hier das kaputt machen. Und ich verbrenne ich einfach. Ich sollte das Verbrennen, denke ich, mal öfters benutzen. Was ich mir auch noch vorstellen kann, dass man wie beim Paladin... auch später so ein Heilzauber sozusagen bekommt, weil der kann sich ja auch heilen. Wer das jetzt vielleicht nicht gesehen hat, da bezahlt man dann eben Mana und damit heilt man sich dann. Sowas kann ich mir bei dem Zauberer auch sehr gut vorstellen eigentlich. Euch verbrennen wir, dich verbrennen wir. Boah, du lebst ja noch. Ach, wir haben keinen Schlüssel. So, dann würde ich sagen, gehen wir hier unten mal hin zu dem Schlüssel. Dann kommen wir dann links auch nochmal rein. So, die weg und Schlüssel. So. Und dann gehen wir da links nochmal rein. Sind da ein paar Käfer und Fledermäuse. Wow. Bam, 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 bam. So, erste Münze davon gesammelt. Wer das Let's Play nicht gesehen hat, ich gehe so oft auf das Let's Play ein, aber... ist eben besser so. Mit diesen Münzen kann man werden Sachen in Shops günstiger. Ha, euch kann ich jetzt auch auf Entfernung besiegen, aber er macht mir 8 Schaden, wenn ich mich nicht getäuscht habe. Und ich kann mit dem Zauberer nicht blocken. Das dürfte ein größeres Problem sein, glaube ich. Weil mit dem Paladin, der hat ja automatisch in einem Radius von, ich glaube, 40 oder 50 Grad am Anfang geblockt. Also alle Projektile und Pfeile und so, also sehr als Projektile, sind an ihm einfach abgeprallt sozusagen. Kann ich eigentlich mit dem Feuerding noch laufen? Nein. So, hier jetzt nochmal. Und dann würde ich sagen, gehe ich da gleich nochmal hoch zu den... nicht Kakerlaken, wie heißen sie? Zu den Würmern da oder zu den Maden. Ich gehe auf die drauf. Ich zünde euch einfach an. Oh, ich bin tot. Verdammt! Naja, so schnell hätte ich nicht gedacht, dass ich sterbe. Aber... ist eh eine Minute. Ich glaube, jetzt sollten es 9 Minuten ungefähr sein. Und das Fazit dauert jetzt, denke ich mal. Ne, dauern tut es jetzt nicht mehr. Aber auf jeden Fall, das war's mit dem Wizard. Ich muss sagen, wie ich finde, eine sehr gute Klasse. Das, was ich bis jetzt gesehen habe. Das Einzige, was mich etwas stört, ich hätte es besser gefunden, wäre die Weite der Angriffe von Anfang an etwas weiter. Nicht nur... so, da kann ich auch einfach mit dem Paladin ein Stück näher rangehen, dann gebe ich den genauso viel Schaden oder sogar mehr war es, glaube ich, am Anfang. Und, ja, jetzt, und beim Paladin brauche ich keine Angst haben bei den Maden, weil die machen mir von vorne eh keinen Schaden. Beim Zauberer, ja, die machen mir schon Schaden. Und da kann ich zum Beispiel nicht rüberschießen. Alter, jetzt kratzt mein Hals tierisch, das ist gerade schlimm. Aber naja, sonst finde ich eine wirklich gute Klasse. Auch das mit dem Feuer finde ich gut, nur es kostet, wie ich finde, ein bisschen viel Mana. Aber jetzt habe ich schon wieder kein Mana. Aber ich kann es mit 4 Mana immerhin schon mal einsetzen. So 4, zack, dann kann ich so ein kurzes Teil machen. Aber sonst, naja, sonst eine gute Klasse. Ich würde sagen, wir sind jetzt bei der nächsten Klasse. Ich weiß nicht genau, welches ist. Ich glaube, der Bogenschütze. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis dann, Leute. Ciao.